Also Leute, und da sind wir wieder zu Final Fantasy. Ja, nach dem blöden Aufnahmeproblem habe ich nochmal gespielt und ich habe ein paar anderes gemacht. Und zwar Crafting Griffs, Donnerwandler und Kiltewandler genannt, vor allem Kiltewandler wichtig. Denn durch den Kiltewandler, ich zeig's euch mal, habe ich solche Fischflossen gesammelt und ihr seht, bekommt man da einmal für eine 20 Aqua. Ja, und dafür habe ich fürs Gold einen Xel, der mit 100 Aqua, und dadurch ist auch ihre Stärke etwas höher. Ja, und Gold ist durch das Training auf Level 10. Ja, und ich gehe jetzt gleich da wieder hinein und ich muss nochmal gegen diese Typen fetzen. Kämpfen, fetzen, keine Ahnung, egal. Mach mal hin, ich geh. So, jetzt wird wirklich gunbladet. Ja, das haut rein. Schon viel besser. Boots. Da sind die Typen schon schneller down. Mal schauen, wie ich dann die Griffaufstellung mache. Das erste ist so schon in Ordnung. Gut, und weiter. Gleich kommen die nächsten Typen. Von dort oben runter gejumpt. Und zwei Typen, ein Hinterhalt, ja. Die Spezialeinheit sieht. Ja, das sind wir, du Trottel. Bones. Das sind doch noch Kinder. Ja, wir sind Kinder, die euch wohnen hinten. Mehr will ich nicht sagen. Jetzt haben zwei AP erhalten. Und weiter. Das Spiel ist einfach geil. Gleich sind wir am Marktplatz. Hey, ihr galbadianischen Feiglinge. Was versteckt ihr euch denn? Langweilt mich nicht. Der tickt doch nicht richtig. Ja. Das ist allerdings wahr. Aber ich teile seine Meinung. Auch wenn es gegen meine Mission ist. Da ist ein Typ! Der Typ glaubt, der kann aufmachen. Lange steht der Typ nicht. Oh, der wird gegunbladet. Und ich liebe dieses Wort, gegunbladet. Habe ich selbst erfunden. Ja, es gibt Quetzalcoatl Level Up. Jawohl. Hier ist, ich glaube, hier sind nicht noch mehr Feinde. Dann geht mal die Umgebung checken. Dann checken wir mal die Umgebung. Denn da hinten, da sehen wir schon, da ist noch so ein Typ. Eigentlich kann jetzt sie vom unmöglichen Kampf sein, denn der steht ein paar Meter weiter. Aber nö, der ist ja trotzdem bei, als würde ich ihn brauchen, aber diesen Loser. Silvan hittet den schnell. Bots, Bots. Das war's für den Typ. Ja. Wir machen alle coole Posen und ja. Ja, Shiva Level Up, mich interessiert.
Ich rieche den Feind nicht mehr. Ja, Squall, du bist awesome, du riechst Feinde. Was jetzt? Ey, Gruppenführer. Wir erwarten, bis mehr Feinde kommen. Warten. Ich hasse dieses Wort. Ey, Hundsviech. Ey, Gruppenführer. Er greift sich in den Kopf. Mann, ey. Was geht jetzt ab? Hilfe! Es hat begonnen! Wir werden Sie herzlich empfangen! Hey du Bastard! Verpiss dich! Hey ihr galpatianischen Ärsche! Was trödelt ihr herum? Kommt zu mir! Macht mir Freude! Wuff, wuff, wuff! Fällt mir dazu ein. Ja, wuff, wuff, wuff. Die Glocke läutet. Wie spät es wohl ist. Na, den ist auch ein langer. Es kommt niemand. Wie lange müssen wir noch warten? So ein Scheiß. Langsam wird's langweilig. Nicht langsam, sondern schnell. Das stimmt doch was nicht. Naja, mir ist scheißegal. Ich gehe einfach weiter. Scheiße, das Spiel lässt mich nicht. Nee, Hund, töle! Gruppenführer, was geht? Es reicht jetzt. Ist das eine Geduldsprobe? Das Hundsviech heult. Wieso? Soldaten! Warum töten wir die nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nom 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 nom. Hey, der Feind! Wo laufen die hin? Anscheinend zum Sentinel, würde ich sagen. Da ist doch etwas am Berggipfel. Wir gehen dorthin. Das ist gegen unsere Befehle. Sagt es nur nicht, ihr wäre langweilig, oder nicht? Squall! Es kommt Squall, coole Aussage. Ich füge mich den Truppenführer. Vom wegen Truppenführer. Du willst dich doch ebenfalls austoben. Ich will sehen, was ich im Training mit dir gelernt habe. Dank dir glaube ich, dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Da solltest du mir dankbar sein. Wie denn, was denn? Ihr versteht, ich habe Blenden, ihr seid aus dem Sittenholz geschnitzt. Hört mal, das ist kein normaler Kampf. Es ist eine Prüfung. Für eigenmächtiges Handeln gibt's fette Minuspunkte. Dann bleib hier. Wir brauchen keine Klugscheißer. Was hast du gesagt? Nimm's nicht so ernst, Gesell. Sefa, wenn wir gehen wollen, sollten wir das jetzt tun. Der Feind ist in der Anlage am Berg. Wir, der Beethoven, werden diese Anlage besitzen. Abmarsch. Verstanden. Verstanden. So. Und demnach. Tja. Weiter hinterher. Ja, Feinde. Feinde, Feinde, Feinde. Sind die Angst vor euch kroppen. Ein Soldat. Stirb doch. Sie verkann nichts. Xel wohnt mit denen.
Boot Boot. Und down ist der Typ. Keine Tipps gefunden. Und eine Nappe. Ein Typ, eine Nappe, also. Und weiter geht's. Mach mal hin. Was sind die Scheiße denn? Drei Typen? Im Ernst? Drei? Der erste muss gleich mal dran glauben. Der zweite auch und der dritte, naja. Sagen wir so, Sifa ist eine Lusche. Und kabooms. Das war's für die Typen. So viel zu der Guy Fried Level Up, bla bla. Jetzt muss ich was nachschauen. Konfiguration. Nein. Kann ich nicht umstellen. Nein, nicht Tutorial. Gif. Körper K und Stärke plus 40%. So, mal schauen. Du kannst Stärke K und du kannst Stärke K auch. Okay, dann wir zerkuttel, denke ich, an Silfwertungen. Das heißt, ich mach hier mal Schluss fürs Erste. Oder nein. Oder ja. Im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dann, ciao.